Ja, hier ist wieder der Test Michel von YouTube. Das hier ist eine meiner beiden Katzen. Die hat ganz viel Fell. Und tut dementsprechend auch fressen. Macht natürlich auch da mal den einen oder anderen größeren Haufen. Und deswegen wollte ich euch heute mal ein großes XXL Katzenklo vorstellen. Ja, und das Katzenklo, das stelle ich euch nachher mal vor. Das könnt ihr auf Zoo Plus bestellen. Nennt sich jetzt Savic Katzentoilette Aseo XXL mit hohem Rand. Kostet rund 18 Euro. Wer nach dem Video Interesse hat, der Link dazu steht in dem Textfeld unter dem Video. Ja, hier mal ganz schnell das große Katzenklo. So schaut das aus. Also Verarbeitung ist sehr gut. Da gibt es gar nicht zu mängeln. Hier die Unterseite sind hier keine gummierten Füßchen oder sowas dran. Das Schöne ist halt noch, das hier kann man so machen. Ziemlich einfach abnehmen. Dann könnt ihr es vielleicht besser reinigen oder mal, wenn das Katzenstreu alt ist, kann man das in die Tonne kippen. Dann einfach wieder hier so draufsetzen, einmal hier draufdrücken am Rand und schon ist es wieder befestigt. Da ist der feine Herr Kartäuser, der macht gerade Input, dann gibt er nachher Put-Put und hier macht er dann Output. So, hier haben wir dann das große Klo und ich benutze mal hier von Cat's Best das Katzenstreu, das finde ich halt klasse. Kostet zwar ein bisschen mehr, aber das kann man super nachher, habt ihr gesehen, das kann man halt super nachher dann, oh, jetzt habe ich die Katze verscheucht, arme Katze, super nachher dann trennen, weil das so schön klumpt. Das sollte mal reichen. So, ein bisschen verteilen. So, zack, zack, zack. Und hier haben wir jetzt wieder den Rand. Und da muss ich auch gleich wegsaugen. Und dann hoffe ich mal, weil bei dem anderen ist der weggeschmitten, weil ich gedacht habe, die Katze kommt da nicht rein, dass das nachher alles schön sauber bleibt. Ja, dann warten wir mal, bis die Katze dann ihr Geschäft gemacht hat. Ja, jetzt sind gut 24 Stunden rum. Hier hat sie wieder jede Menge Input gemacht und hier dann den Output. Ja, also man kann nicht verhindern, dass ein bisschen was halt dann von dem Katzenstreu neben das Klo geht. Aber ansonsten, ja, hat sie fein gemacht. Und ihr seht auch den hohen Rand dann hier. Ich habe jetzt ein bisschen mehr Katzenstreu reingetan, weil ich habe halt zwei Katzen. Die große, die anderthalb ist und noch die kleine Siam. Und dafür kann man das hier prima nehmen. Wenn ihr zwei große Katzen hättet, dann würde ich eventuell vielleicht sogar zwei von denen nehmen. Bei einer Katze überhaupt kein Thema. Ja, habe ich euch mal gezeigt. Schönes Katzenklo für Katzen mit viel Fell. Das war dann wieder der Test-Mischung von YouTube. Sag ich mal Tschüss, bis zum nächsten Video.